Flüchtlingspolitik: Mehr Klagen gegen Asylbescheide erfolgreich. Stand 4.12.2017, 13.06 Uhr Seitenanfang. Die Zahl der Klagen von Flüchtlingen gegen Asylbescheide hat 2017 stark zugenommen. Wie das Bundesamt für Flüchtlinge mitteilte, fielen dabei deutlich mehr Urteile zugunsten der Kläger aus. Hatte 2016 nur jede zehnte Klage Erfolg, war es 2017 jede vierte. Immer mehr Flüchtlinge klagen gegen ihren Asylbescheid und sind damit erfolgreich. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, in Nürnberg hat von Januar bis Ende Juli dieses Jahres knapp 445.000 Entscheidungen getroffen. Im selben Zeitraum wurde gegen knapp 220.000 Entscheidungen Klage eingereicht, wie das BAMF auf Anfrage mitteilte. Bis Ende September waren es mehr als 272.000 Klagen. Gegen fast jeden zweiten Bescheid zogen folglich Asylsuchende vor Gericht. Zum Vergleich, 2016 sei nur gegen jeden vierten Bescheid geklagt worden. Zudem stieg die Zahl der positiven Urteile. Von Januar bis Juli 2017 gaben die deutschen Gerichte mehr als jedem vierten Kläger Recht, 27,2% der Fälle. Im gesamten Vorjahr war dies den Angaben zufolge nur bei etwas mehr als jedem zehnten Kläger der Fall gewesen, 13,1%. Das wirkt sich auch auf die Kosten für Asylklagen aus, da das BAMF im Falle der Niederlage die Gerichtskosten tragen muss. Die Klagen kosteten das BAMF bis zum 21. November 2017 bereits mehr als 19 Millionen Euro. Damit liegen die Ausgaben für 2017 schon jetzt deutlich über den Gesamtkosten von 2016 in Höhe von etwa 11,25 Millionen Euro. Mehr zum Thema Gerichte mit